Passt. Sturm. Kommt. Die haben Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Sie haben mich festgenagelt. Jesus, gib mir Deckung. Ja, so sollte man sich zumindest nicht verstecken. Also, muss man sich kurz mal kratzen und dann kommt noch so eine Masse an Leute an. Alter, kriegt ihr einen Abgang oder was? So wie er stöhnt. Vielen Dank. Hallo. Sparen Sie sich das. Wir bringen Sie hier raus. Jawohl. Zurück wohin denn? Zu mir. Schon dabei. Aufs Dach? Bin auf 6 Uhr. Na, warum nicht da? Okay, okay. Sollen wir mich denn hinbringen? Fortschritt gespeichert. Zum Parkhaus, okay. Also müssen wir weiter unten lang. Dann gib mal hier Ziel an. Ist sonst sehr aktualisiert. 120 Meter, naja, sollte ja nicht so. Jetzt habe ich dich, du Sau. Nicht so schlimm werden. Jawohl! Das war ja nun mal wirklich knappe Sache. Dachte ich, etwas gehört. Er hat erste Priorität. Verstand. Er hat zweite Priorität. So. Mit Vergnügen. Lassen Sie mich nicht zurück. Alter, also, bist du voll? Was gehört? Kangos Gesicht. Schieß nach Belieb. Du kommst mit. Oh. Im Einschritt. Mit Vergnügen. Ist er voll. In Position. Kann nicht wahr sein. Danke, danke sehr. Wir lassen mal die Kameraden auf Sturm stehen. Warte mal. Was ist los? Was los ist? Bist du jetzt? Aufs Nein. Vorbereiten. Halten. Halt runter, Tango. Das ist los. Los, los, los. Geht dahin und ich gehe mal runter. Mal gucken, ob ich hier unten auch noch was anrichten kann. In Position. Ja. Zack. Headshot. Was zum Teufel? Muss ich jetzt weiter unten durch? Zack. Es ist natürlich geil, wenn man so ein ja, Gewehr wirklich auch bis zum Snipe nehmen kann. Scheiße, keine Wärmesignaturen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Geht mal dahin. Ja. Okay, von oben. Scheiße, ich habe kein ordentliches Sichtfeld. Ja, natürlich. Oh. Der kann noch Ruhe geben. Den sehe ich noch. Na, na, na. Hier bleiben. Hat Marcelo. Komm mal zum Maul. Na! Ach, na lang. Meine Fresse. Die Präzision der ganzen Waffen ist ja schon mir hier, ne? Bomb tot. Ja, natürlich, jetzt muss ich erstmal hier zurückdatteln. Ja, normalerweise kann ich die auch ja, mit einem Sniper-Gewehr abschießen. Das wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit. Nein. Ja. Nummer 1 ist schon rot. Ja. Ein Schuss von der Racing Bull oder eine Shotgun und ich bin Geschichte. Kaiserlich. Bin bei dir. Joe, wir haben Dr. Schmal. Bringen Sie mich nur hier raus. Gute Arbeit. Eskortiert ihn zum Parkhaus. Das FBI holt ihn dort ab. Ich sehe dich. Auf dem Weg. Oh, das hat doch gerade so gut gepasst. Geklappt, meine ich. Das kann ja wahr sein. Oh, Geiseln. Ja, ist gut. Information. Joe, wir haben Dr. Schmal. Ich bin dabei.
Arbeit. Eskortiert ihn zum Parkhaus. Das FBI. Ich seh dich! Auf dem Weg! Mach halt so. Position halten. Halt Stellung. Okay, aber kommen Sie schnell zurück. Ja, ui. Ihr habt Blut gespritzt. Mann, du bist zu nervös. Was ist los? Angst erschossen zu. Sauberer Abschuss! Hab ich jetzt beide getroffen? Ja. Bei mir neu formieren. Sir. Mitkommen. Was immer Sie sagen. Wir sind bei dir. Typ, warte erstmal. Ich brauche erstmal neue Ausrüstung, neue Rauchgranaten und all. Einfach alles. So, schalt einfach auf. Schalt einfach. Verstanden. Ja, mit Herr, was hat denn der für eine Reaktionszeit? Was soll denn der Scheiß? Er hat schon mir geahnt, dass ich da bin, oder wie? Ja, komm, mal Schnauze. Joe, ich bin dabei. Mitkommen. Gute Arbeit. Eskortiert ihn zum Parkhaus. Jetzt hab ich dich, du Sau. Auf den Weg. Was? Dachte ich etwas. Mist! Hier. Du kommst mit mir! Klasse Schuss, so. Kumpel! Wenigstens was? Warum können nicht öfter hier mal ein paar Safe Points sein und ne? Nö. Schalldämpfer? Schalldämpfer auf. Bestätigt. So. Geht doch. Hey, komm mal her. Stehen bleiben. Ich habe solche Angst. Hab vorher einen Schnauze. Brauchst du nicht. Geht mal. Oh. Tango's in Sicht. Halt. Halten. Wird gehalten. Feuer. Nein. Frei. Nur zurückschießen. Falsche Taste. Nur zurückschießen. Nein. Roger. Sniper. Waffen frei. Jawohl. Ich hab was gehört. Ich müssen nachsehen. Du hast ihn gehört. Also schieß doch mal! Oh, ey. Los, los, los! Jawohl, Kontakt, Tango! Tango am Boden! Ja. Ich kann ja wieder sein, ne? So, jetzt geht wenigstens ein bisschen Streffer hier durch, mit dem Sniper-Gewehr. Bei Wärmesignaturen? Nein, natürlich nicht. Oh, ey. Na, ich glaube, ich sollte dich mal von hier machen. Habe ich gerade ein Double gemacht? Tango ausgeschaltet. Wir haben etwas getroffen. Helft ihm hoch. Roger. Ja, gut. Nicht. Wäre auch komisch, wenn ich ein Double gemacht hätte. Den einen habe ich im Arm geschossen und dem anderen im Kopf. Wäre echt komisch gewesen, wenn das wirklich so wäre. Ach, da oben rennen wieder welche. War das? Ja. War's. Ach, jetzt ziehen sie sich wieder. Das kann ja wahr sein. Kommen die jetzt runter oder bleiben die oben oder was machen die? Gegner ausgeschaltet! Kontakt Tangos. Gegner eliminiert! Ja, gut. Braucht meine Hilfe wohl nicht. Dann wählen wir erstmal wieder schön die aus und den Rauch. Folgen und okay, zu mir. Okay. Ich glaube, ich muss unten lang, ne? Ja. Gut. Soweit sieht es ja frei aus. Hoffentlich kommen sie alle. Jupp. Ja. Mal. Wir sind bei dir. Naja, ich weiß nicht. Kommt mal da durch, ja. Geh mal lieber einen sichereren Weg. Und Tür auf. Und jetzt steht hier wieder einer mit der Pumpe und ich bin tot. Ne. Gut. Ja, dann hätte ich geflucht. Was war das? Mann, du bist zu nervös. Block mich doch nicht! Bewegung. Gib's doch mal eine Fresse, das ist der lebensmüde Mann. Der gefährdet den kompletten Einsatz. Ich will nicht mehr mit dem umherlaufen. Ja, viele Leute. Hierher. Sie müssen wissen. Sie wollten mich wegen meiner Forschungen für das DOD. Wenn Sie mich wollten, sind Sie auch an Dr. Williams interessiert. Folge. Sie müssen ihn warnen. Er weiß genauso viel wie ich, wenn nicht mehr.
Informieren Sie das FBI. Die werden sich darum kümmern. Ah, das ist das SWAT. Die sind bewaffnet. Ah, kommt ja nicht auf dumme Ideen hier, meine Leute. Und versucht mir abzuschießen. Ruf einer die Bullen! Schnauze! Da, Steuerzahler! Jesus, Keller! Agent Lynch! Ja, Jesus, wir hatten mal ein Geiseltraining mit Delta. Ich dachte, ihr seid immer noch in Bereitschaft. Ich bin nicht mehr bei Delta. Die Bastarde haben mich befördert. Übrigens, hier ist Dr. Smythe. Gratulation zur Beförderung. Wir sprechen später. Bleiben Sie hier, Doc. Der Wagen kommt gleich. Sie müssen Dr. Williams warnen. Er ist der andere Teil der Gleichung. Tut mir leid, Doc. Sie haben ihn schon... Oh mein Gott. Keine Sorge. Wir holen ihn zurück. Joe, wir sind bereit zum Abzug. Ja, wie lange braucht der Heli? Lange? Nicht lange? Ne, da ist er schon. Jawohl, ja, wenn der... Da ist er ja schon. Ja, nachdem wir zur nächsten Mission gebracht wurden, werde ich die Aufnahme auch beenden. Ich denke mal, es sind so anderthalb oder zwei Stunden sogar. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe. Ich denke mal um neun. Dann sind es anderthalb Stunden. Wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen. Akzeptieren. Und Feuer frei. Wir sind noch nicht fertig. Ab sofort unterstehen wir direkt dem DOD. Bürger von Las Vegas. Wir haben die Kontrolle. Nicht die Polizei. Der Anschlag auf das Calypso war Ausdruck unserer Absicht und Entschlossenheit. Wenn Sie wollen, dass Ihre schöne Stadt überlebt, rate ich dem Militär, uns nicht in den Weg zu treten. Und wenn Sie denken, das Militär könnte uns aufhalten, denken Sie nochmal nach. Wir kontrollieren eine Mikropulsbombe. Wenn sich das Militär in unsere Operation einmischt, können Sie sich auf das folgende Schicksal einstellen. Okay, sieht nicht so schön aus. Was diese komische Bombe mit jemandem macht, ja, wenn er denn zu Nähe kommt. Das ist echt nicht so gut für die Gesundheit, so wie es aussieht. So, Fremont Street, Las Vegas, 3. Juli. Ja, genau. Axe. Ist klar. Axe-Werbung erstmal. So viel Axe-Werbung gibt's ja gar nicht. Ja, sowas gibt's natürlich auch. Mehrere Casinos wurden angegriffen. Die Polizei hat die Terroristen gestellt. Alle Delta-Teams wurden aktiviert. Aber bis sie kommen, haben wir grünes Licht für alle Operationen. Was ist das Ziel? Die Terroristen senden ihre Forderungen. Dem müssen wir ein Ende setzen. Aber zuerst musst du die Reporterin Trish Gracie aus einem Interview mit den Terroristen retten, das falsch gelaufen ist. Wo fangen wir an? Die Tangos haben sich mit Miss Gracie in einem chinesischen Restaurant verbarrikadiert. Danach ist Ihr Sender deine Priorität. Der ist irgendwo bei Fremont. Irgendwo? Ich kann den Sender nicht genau lokalisieren. Sie stören das Signal. Du musst ihn alleine finden. Viel Glück. Hier spricht Ihr Captain. Wir sind an der Landezone. Bitte bringen Sie die Sitzlinie in eine aufrechte Position und löschen Sie alle Terroristen aus. Okay, wird gemacht. Retten Sie TV-Korrespondentin. Ach, das ist die Mission, ich weiß. Und? Noch nicht. Schalldämpfer. Alles jede klar. Menge Funksprüche rein. Ja, in Position. Aber keiner weiß, was hier vorgeht. Wie immer. Aber hör weiter zu. Vielleicht stolpern wir bei etwas. War wohl doch nur dabei. In Position. Eine Pressekonferenz. Ja, Position halten. Scheiße, Mann. Wird gehalten, Logan. Ja, aber keine Sorge. Ich deck dir den Rücken. Ja. Und ich dein. Ja? Wahrscheinlich, dass die Terroristen wirklich eine haben. Das ist pure Spekulation. Ja. Wie bitte? Nein. Die Stadt muss zurzeit nicht evakuiert werden. Das LVPD hat alles unter Kontrolle. Okay. Hier war gerade auch ein Checkpoint gesetzt. Und das war's erstmal wieder von Rainbow Six Vegas 1.
Ja, mit vielen Fails, mit einer coolen Story, wie sich zwei Terroristen über Spiele unterhalten haben oder geplaudert haben. Ja, hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Und ich sag denn mal, ja, kommentiert, also lasst Kritik da, bewertet, also gebt einen Daumen nach oben, wäre echt nice. Und eventuell, wenn ihr das Ganze drumherum mögt, auch ja, ein Abo. Das wäre echt cool. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Adelwach1999. Ciao, Leute.